Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Und heute zeige ich euch, wie man eine unendliche Essensquelle bauen kann, eine unendliche Feldhacke und ein unendliches Schwert. Also zuerst zeige ich euch die unendliche Pilzsuppe. Also habt ihr für immer Essensvorrat. Ich habe schon eine Hungerquelle verloren. Und ihr seht, wenn ich jetzt eine Pilzsuppe esse, kriege ich gleich eine neue dazu. Und das geht durch diesen Command-Block hier. Aber das erkläre ich euch alles später. Durch diese beiden Command-Blocks geht das. So, dann hätten wir noch dann diese unendliche Feldhacke. Und immer wenn ich es einmal hinsetze, bekomme ich gleich eine neue dazu gefüllt. Also ist diese Feldhacke unendlich. So, ja. Und jetzt ist ein kleiner Fehler aufgetreten, der kann manchmal passieren, aber das zeige ich euch gleich, wie man das beheben kann. Also, jetzt habe ich noch ein paar Schweine hier. Wenn ich jetzt hier ein Schwein schlage, bekomme ich auch gleich ein unendliches Diamantschwert. So, bekomme ich gleich ein neues. Und das mit der Feldhacke geht mit allen anderen Werkzeugen. Mit dem Diamantschwert geht es auch mit allen anderen Schwertern. Nur mit der Pilzsuppe geht das nur mit der Pilzsuppe und nicht mit was anderem. Nur mit der Pilzsuppe. Und ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Also, hier ist eine Glock. Die baut man, ich baue es am besten mal nach. Also die Glock baut man, indem man das hier mal einen Kopf weiter hinbaut. Drei Redstone hier, dann brauchen wir noch einen Schalter. Den setzen wir dahin, das klingen wir an, damit das da oben ist. Setzen hier zwei hin, dann einen Repeater, dann nochmal zwei und dann ein Command-Block. Das ist der Aufbau und wenn man das jetzt anmacht, dann ist ja eine Glock, die ganz, ganz viele Signale an den Command-Block abgibt. So. Jetzt haben wir einen Command-Block hier. In dem ersten müsst ihr clear at all oder was ihr eben haben wollt, dann eben 276. Also die 276 ist. Nein, das ist der falsche Befehl. Es geht jetzt um den hier, genau. Dann müsst ihr clear at all 281 eingeben. Weil dann werden alle leeren Pilzsuppenschaden gecleared. Also alle die da. Die Schüsseln werden dann gecleared. Wenn die Schüsseln geklärt werden, also weggenommen werden, dann gibt der Command-Block ein Signal aus. An den hier und der sagt, der Command-Block sagt, gebe allen Spielern 282, also die Pilzsuppe. Und wird allen Spielern noch wieder eine Pilzsuppe gegeben. Also habt ihr eine unendliche Essensquelle. Weil die leere Schüssel wird ja weggenommen. Ich kann es euch nochmal zeigen. Wo ist die? Genau hier. Und jetzt wurde mir eine neue gegeben. So, eine neue. Genau. Und jetzt zeige ich euch noch das da und das da hinten. Und da müsst ihr eben die ID von der Pilzsuppe reinschreiben. Also hier geht es um die hier geht es um das Diamantschwert, genau. Weil hier schreiben wir clear at all 2761. 1 heißt nicht wie viele, sondern wie stark es beschädigt ist. Hier steht 276. Wenn ich das jetzt mal kurz kaputt mache. Und in Adventure Mode geht er oder so, ja. Dann steht hier ja 2761 und das heißt das. So, jetzt setze ich da mal hin und ich kriege ein neues Schwert. So, und wenn er das nämlich macht und mir ein neues Schwert gibt, dann wird der Command-Block ausgelöst. Wenn er mein Schwert wegnimmt, dann wird der Command-Block ausgelöst und gibt mir ein neues Schwert. Und hier drüber der Feldhacke ist es so, wenn euch die Feldhacke weggenommen wird, wenn sie 1 bestätigt ist, dann bekommt ihr eine neue. Und das Problem ist, wenn ihr das zu schnell macht, dann kommt er nicht mehr mit. Und dann hat er nicht mehr 1, sondern 2. Ich die jetzt nämlich wieder weg tue und mir eine neue Feldhacke hole, die hier drüben irgendwo sein sollte. Da. Wenn ich die jetzt nehme, bekomme ich wieder eine neue. Man kann auch bei dem Schwert, bei der Feldhacke jetzt zum Beispiel 10 einstellen. Und da wird erst. Wenn hier A9, wenn da der Punkt 10 ist, dann bekommt er eine neue. Das wird dann eben so eingestellt. Und hier drüben mit dem Schwert kann man das genauso machen. Und ja, das kann man mit allen anderen Werkzeugen machen. Also mit denen hier, mit der Förster auch. Mit der Schere genauso. Angel mit allen Werkzeugen. Und hier mit allen Schwertern, auch mit dem Bogen. Das geht auch. Man kann es auch mit der Rüstung machen, nur die muss man sich dann eben immer wieder neu anziehen. Es geht auch mit Wassereimer, wenn man eben die Wassereimer die hinmacht,
und der Wassereimer dann eben geleert wird, dass sich der neu auffüllt. Geht auch genauso wie mit Lava und mit Milcheimern. Das waren eigentlich schon alle Sachen, die man nehmen kann dafür, soweit ich weiß. Und ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Und ihr habt jetzt wie immer eine unendliche Essensquelle. Und unendliche Werkzeug und Rüstungs- und Schwerterquelle und so weiter. Und ja, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.